Zombie Apocalypse. Herzlich willkommen hier zur unseren kleinen Alpenfarm, meine Lieben. Wir sind wieder auf dem Hof beim Michel und beim Sepp. Kevin ist gerade auch noch dazu gestoßen. Ja, und ihr beiden, was habt ihr vor? Ja, moin. So, ja, wie wir schon gesagt haben, wir haben von unserem Vertriebspartner Pöttinger ein paar Maschinen gekriegt, wie auch die Flüge. So auch diese neuen Maschinen mit integrierter Kreiselegge vorher. Sprich, man könnte ansehen, was wir da wir den Flug. Ja, sehr schön. Oh. Ja, das ist aber mal sehr ein sehr interessantes Gerät, ne? Also Breite. 3 Meter, okay. Ja gut, für kleine Felder lohnt sich das auf jeden Fall, ne? Das hört sich doch ganz gut an. Okay, und was ist denn das hier für einen Schätzchen? Okay. Von der Kommune gekauft, deswegen sind die auch noch orange und haben ja die Straßenreifen drauf, weil das vorher waren und die haben die damals gekauft und ja, das war's dann auch. Okay. Also gekauft und in der Halle gestellt und nie benutzt. Okay. Also diese. Darf ich mal Probe sitzen? Betriebsstunden, meine Güte. Ja. Krass. Oh, warte. Ja, komm, zeig mal. Kevin, komm, wo bist du? Ah, da. Hier halt keinen Frontlader, sondern eine Fronthydraulik dran. Ansonsten die gleichen Breitreifen drauf. Du siehst ja, das Profil super gut. Die haben wirklich einfach nur in der Halle gestanden. Genau, die wurden gekauft von der Gemeinde und ja, waren dann eigentlich keine Ahnung, über oder so, weiß ich nicht. Okay. Darf ich hinten mal Probesitzen drinne machen? Wo willst du Probesitzen machen? Wo bist du eigentlich? Hinter dir. Der hat keinen Sitz. Ja, okay. Hab da ausgebaut. Das ist Kommunikationszeug, das. Ja. Okay, ja, dann lasst uns doch das Ganze mal ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. Wo bist du überhaupt? Der Deutsch. So, ja, da kannst du das sagen. Da kannst du bei den Schlepper stehst. Sollen wir das wissen, lieber Kevin? Dem ist auch die Tür offen. Und? Ja. Eher was. Ah, nee. Ah. Verkratzt. Na gut, dann würde ich sagen, lass uns auch mal losjuckeln hier. Ich bin gespannt auf das Geschoss. Ich nehme den Rigi. Einfach wieder klein, dann geh oben fertig machen. Ja?
Tschüss. Ja. Oh, der hier ist aber ganz schön hinten hochgegangen gerade, was? Absenken. Hafer, ne? Ja, 14 macht der Rigi. Was hältst du denn davon, wenn du den... Genau. Michael, machst du Vorgewende? Gut, dann mache ich die Längsbahn mit dem Sepp. Pass auf, dann mach du an der Seite, ich fange hier an. Boah, also der braucht definitiv ein Gewicht hinten vorne dran. Der Rigi-Track ist zu leicht. Ja. Beziehungsweise darf es halt nicht schneller fahren. Nein, das ist der große Rigi. Nee. Kevin, du sollst dich immer klug scheißen. Nein. So, ab geht die Luzi. Ach ja.
Also der hat echt kaum Bodenhaftung, der Rigi. Sobald du einlenkst, du merkst das richtig. Nö, ich mach das schon. Irgendwie kriege ich das schon hin hier. Ja, du merkst halt, wenn du die Sämaschine bei ihm hier hochhebst, dass er doch sehr leicht vorne ist. Also trotz des Anbaus ist es echt, dass er sehr, sehr leicht ist. Ja. Die ist schon sehr kompakt und schwer dementsprechend. Ja. Natürlich. Ich merke schon, Michael, du bist voll im Verkaufsgespräch drin. Ja, was denn du? Nee, das ist dann doch eine Nummer zu groß. Ja, aber seit wann hat denn Getreide Füße? Kann das etwa laufen? Ah. War schon wieder was gelernt. So, ja, cool. Ganz genau so. Machen auch noch ein bisschen lehrreich hier. So zwischendurch. Ja. Ich komme mir vor wie beim DSF. Mittendrin statt nur dabei. Ach, die gibt's ja auch schon nicht mehr. Meine Güte. Ja, auch pleite gemacht. Ne, übernommen worden von Sport 1. Ja. Pleite gemacht, sag ich ja. Gleich da, dann können wir parallel. Jawohl. Aber muss ich die Walze anhaben? Beim Ansehen, nö, ne? Rein theoretisch nein. Ob es rein praktisch funktioniert, weiß ich nicht. Ja, probiere ich doch mal aus. Weil im Prinzip probiert der mir das ja, ne? Geflücht ist ja, rein theoretisch brauchst du die Kreiselecke nicht. Weil, ja, aber der grubbert es mir doch, oder? Ja, aber es ist ja schon geflücht, also rein theoretisch brauchst du die Kreiselecke nicht umzusehen. Ich weiß nur nicht, ob es funktioniert. Aber die Kreiselecke macht eigentlich, wenn du direkt auf dem Stoppel säst, übernimmt der so gesehen halt die Grubberfunktion. Das ist vollkommen richtig. Korrekt. Deswegen habe ich ja gesagt, du musst nicht zwangsläufig mit dem Gerät nicht zwangsläufig vorher flügen. Sondern, ja, wir haben jetzt halt ja geflücht, weil... Nee, okay, also du musst es tatsächlich anmachen. Okay. Das funktioniert sonst nicht. Schade. Hätte ich jetzt gedacht, dass das funktioniert, aber nein. Hier, Sepp, nimm die andere Spur. Neben mir. Ich dachte, ich lasse eine aus, dann kannst du die fahren. Jo. Also der Deutz hat genau 1, 2, 3,
Breite von 4 Fluggrillen. Also wenn ich genau in der Mitte fahre, habe ich immer den passenden Abstand zur nächsten Reihe. Ihr müsst aber bis zum Ende durchziehen, ne? Sonst habt ihr von dem Flug, beziehungsweise von dem Grubber, ein Stück... Ah ja, da hinten, ich sehe es. Ja, ne? Genau, da wo ihr... Du musst halt genau. Wie in echt das Vorgewende später machen. Ja. So. H3LD, wenn du in der Videobeschreibung auf YouTube auf Kolke Gaming gehst, versiehst du auch, was ich an Hardware da habe. In meinem Rechner, was hier draußen noch steht, an was ihr jetzt alle gerade gar nicht so seht, ne? Was hier auf der linken Seite steht, was auf der rechten Seite steht, welche Monitore ich habe, Cam und so weiter und so fort. Ist alles da verlinkt. Guckt es euch an. Ja, das habe ich auch heute gemacht. Alles gesetzt, was ich da habe. Na? Bei YouTube. Ja. Und was ich ja sagen muss, und das gefällt mir gerade mega nice, dass der Rigitruck mit seiner Allradlenkung echt so wendig ist, ne, auf dem Feld. Das macht natürlich richtig Laune. Da kannst du mal echt schnell drehen und fupp, gib ihm. Was man bei dem Rigitruck auch sieht, was Rigitruck ist eigentlich ein Schweizer Hersteller. Was die Rigitrucks alle hatten bis jetzt, wo wirklich der E-Rigitruck der erste Trecker ist bei Rigitruck, den die jemals gebaut haben, der unterschiedlich große Reifen hat. Jeder Rigitruck hat vorne und hinten die gleiche Reifengröße. Okay. Außer der neue E. Der E-Trecker ist der erste Rigitruck, der wirklich vorne kleinere Reifen hat als hinten. Ansonsten hat jeder Schlepper bei Rigitruck die gleiche Reifengröße vorne und hinten. Michi. Sowie ja. das Drehgelenk zwischen Motor und Kabine. Michi, machst du nochmal das Gewinde? Ja, ich fahr nochmal hoch und runter. Gut, und ich ziehe hier in die letzte Bahn. Das müsste ja eigentlich. Oh. Ja, gut, das machst du ja mit dann hier. Warte, lass mich eben ansetzen. Ja, ich fahre nur schon mal wieder zurück. Sepp kann nochmal gucken, ob wir da oben auch noch irgendwo was stehen gelassen haben, vielleicht. Ja. Mach ich. Bin nur gerade, wo hier alles mit ist. Da fahre ich nämlich hier noch einher. Ja, ich fahre hier noch einmal hoch. Passt. Ja, du kannst hier nebenher noch einmal hochfahren. Hier ist noch, das kriege ich nicht alles. Ja, und auf dem Feld haben wir dann auch noch ein paar Sachen, die mache ich dann gleich. Naja, obwohl, das ist auch doof. Ja, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Jo. Bein nochmal nach hinten zur anderen Seite. Ich zieh's, ich versuch's mal so zu ziehen, dass es passt. So, warte. Okay, hier kannst du jetzt in der Mitte. Warte, ich nehme noch mal eben hier den hier weg. So, warte. Ah, da ist noch. Nee, warte. Ah, verdammt. Den kriege ich so nicht weg. Bevor du jetzt weiterfährst, warte kurz noch einen Moment. Oh, ich sehe gerade, wir hätten hier in diesen hier hätten wir auch noch Dünger reinmachen können anscheinend. Nee, doch nicht. Das ist die Anzeige von der Frontladerschaufel. Ja. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich ja nochmal 0%, aber der hat doch gar keine Unterfußdüngungsmutter. Ja, weil du auch den Frontlader dran hast. Ja. So, das müsste passen. Das heißt, den müsstest du locker kriegen. Jo. Genau, da nochmal einmal nebenher die Bahn. So, und dann gucke ich mal eben auf der anderen Seite. Da war nämlich auch noch was. Einmal. Boah. Ah, da kommt der Sepp schon. Okay. Ja. Und dann Michi einmal noch. Obwohl, nee, das ziehe ich jetzt einmal gerade hier durch. Das passt. Hier sind noch so 2-3 kleine Punkte.
Ja, das macht er zwischendurch, wenn du da ein bisschen lenkst oder irgendwas, dann so bemerkt, wenn du da irgendeinen kleinen Dings, dann hat er Aussetzer vom Basat und von den. Ja, ja, und vor allen Dingen, wenn du mittendrin ansetzt, dann hat er genau da, wo du die Kreiselecke in den Boden drückst, da ist die. Da ist er weg. Jawohl. Beziehungsweise, wenn du aushebst, dann ja, ist das die Kreiselecke halt vor der Sämaschine oder vor der Säkombi und dann ja, gut. Da halt kein Saatgut mehr drin. Nee, passt. Brauchst nicht mehr. Hier vorne nicht mehr, doch. Ach, da. Jo. Alles gut. Gut. Dann aus mit den Ganoven und ab geht's. Super, cool. Ab zurück. Guck, auch so kann man Felder in relativ kurzer Zeit neu ansehen. Ja, meine Lieben, und ganz ehrlich, wir sind schon wieder fertig. Danke fürs Zugucken. Lasst einen Daumen da, wenn euch die Folge gefallen hat. Ihr wisst, wie es geht, von daher brauche ich euch das nicht erklären. Das ist ja Blödsinn. Und seid mir nicht böse, wenn ich das nicht immer hinkriege, gleichzeitig noch die Folgen hochzuladen oder da mal was aus dem Livestream kommt, so wie letztens. Passiert manchmal, ihr kriegt es aber immer wieder nachgereicht. Von daher sagen wir Tschüss für heute mit den Aufnahmen und sagen Bye Bye, wir sehen uns dann heute gleich im Livestream wieder. Bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss.